Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat gestern wie schon am Montag seine anfänglichen Gewinne nicht halten können. Diesmal rutschte der DAX am Nachmittag allerdings sogar tief in die Verlustzone. Am Ende lag er bei 15.453 Punkten, das ist ein Minus von knapp 1,1% bzw. 168 Zählern. Blicken wir dann mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, was können wir uns denn heute vom DAX erwarten? Was sind die Vorgaben? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Wir erwarten zumindest eine kleine Erholung von diesem Abrutschen, das wir gestern dann noch verzeichnen mussten. Denn zunächst hatte der DAX gestern ja eben auch wieder sich an einem freundlichen Start versucht. Aber was da die Stimmung verhagelt hatte, waren die Erzeugerpreise aus den USA. Die haben die Inflationssorgen erneut ziemlich angefacht. Und ja, jetzt ist die große Frage, also die Frage ist die ganze Zeit schon, was wird die US-Notenbank heute Abend entscheiden und verkünden? Aber da ist man jetzt natürlich, jetzt fragt man sich, ist man da noch mehr unter Zugzwang gebracht, jetzt zu handeln, denn die Erzeugerpreise sind eben noch deutlicher gestiegen, als Analysten gedacht hatten, und die hatten schon relativ hohe Erwartungen. Auch an der Wall Street ist es daraufhin abwärts gegangen, aber nicht so deutlich wie bei uns, ein Minus von 0,3% beim Dow Jones. Also bei den Standardwerten war es nicht so deutlich, bei den Tech-Werten allerdings, da ist es deutlicher runtergegangen als jetzt beim Dow Jones. Also auch da banges Abwarten, was wird die Fed beschließen? Ja, und dementsprechend hat sich bei uns die Stimmung dann eben eingetrübt, aber auch Konjunktursorgen, die es bei uns gab, nachdem das IFO-Institut seine Konjunkturprognose runtergeschraubt hatte. Heute im Lauf des Tages sehen wir einiges an Daten aus den USA, noch der Empire State Index beispielsweise oder die Im- und Exportpreise. Aber der große Hingucker ist allerdings für uns nachbörslich dann heute Abend um 20 Uhr eben dann der Fed-Entscheid. Aus Asien sehen wir heute Morgen ein leicht gemischtes Bild mit nicht so wahnsinnig großen Veränderungen. Also auch von der Seite jetzt nicht so die ganz eindeutigen Vorgaben. Gespanntes Warten auch dort. Ja, und dementsprechend rechnen wir immerhin mit einem Plus zum Start in diesen neuen Handelstag. Also die Fed gibt heute den Takt vor. Vielen Dank, Viola. Ja, so war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Infineon. Die Aktie von Infineon hatte im November ein 20-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss ging das Papier in den Korrekturmodus über. Gestern rutschte der Kurs unter die 50-Tage-Linie und generierte damit ein bearisches Signal. Anleger müssen jetzt auf der Unterseite drei wichtige Marken im Auge behalten. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.